doch, jetzt kann man mich sehen. Hallo Leute. Ich bin erstmal überrascht, dass die App jetzt endlich mal einwandfrei funktioniert. Also der Grund, ich weiß nicht, der ein oder andere, der vielleicht ein bisschen auf Instagram zugeguckt hat, der kann sich vielleicht denken, warum ich jetzt so ein bisschen inaktiver war, warum ich nicht gelivestreamt habe. Und ja, warum ich nicht gelivestreamt habe und warum ich vielleicht auch nicht wirklich Videos gemacht habe. Und zwar, wie wir es ja schon des Öfteren bei mir hatten, war ich gefühlsmäßig schon wieder sehr am Boden. Ich habe ja vielleicht die es im letzten Video gesehen haben, es gab ja ein Mädchen in meinem Leben, das eine besondere Bedeutung für mich hatte, und dieses Mädchen hat mich verlassen. Ich bin heute knapp 900 Kilometer gefahren, obwohl ich nur anderthalb Stunden geschlafen habe. Und davor hatte ich zwei Tage lang eine S-Klasse, wo ich auch nur vier Stunden geschlafen habe. Ich war heute bei einer Werkstatt gewesen und die hat mir meine Getriebeöle und sowas geändert. Lexi K. Grüße gehen raus. Deswegen, ich bin hier extra hergekommen, weil der in so Autoforen extrem bekannt war, dass er seine Arbeit sehr gut macht. Und jetzt wurde mein Getriebeöl neu durchgespült und das fühlt sich jetzt echt schön an. Und das Differentialöl vorne und hinten ist auch neu. Marcelino, danke schon für die 5 Euro. Und ja, wo die Gefühle einen halt hinleiten, bin ich jetzt halt auch noch 200 Kilometer zu der Person hingefahren, wo schon seit einer Woche Funkstille ist. Und hab so ein bisschen rumgespammt. Bitte rede mit mir, bitte rede mit mir. Ich weiß, es ist vielleicht dämlich und ein bisschen aufdringlich. Hat nichts gebracht. Denn dann habe ich all mein Mut zusammengefasst und habe an dieser Tür geklingelt. Und dann habe ich mit der Mutter geredet. Dann sind wir spazieren gegangen, haben geredet. Sie hat mir nur gesagt, dass diese Person überhaupt keine Lust mehr hat. Das hat mich natürlich auch umgehauen und da war jetzt natürlich irgendwie noch schwer, ruhig zu bleiben bei, weil das nimmt einen natürlich massiv mit, so wie es mich leider schon die ganze Zeit mitnimmt. Ich will das nicht. Ich will doch Content machen. So, ich finde das doch geil. Und alleine, wenn ich jetzt sehe, dass die App nicht mehr rumleckt. Die App leckt nicht rum. Ich kann Livestreamen. Jedenfalls habe ich dann gesagt, dann machen wir das so. Ich warte jetzt noch 10 Minuten vor der Tür, habe mir einen Timer gestellt. Hydrogen, danke schön für den 25. Monat, alter Schwede. Ich habe mir den Timer auf 10 Minuten gestellt und ich habe zu der Mutter gesagt, sagen Sie bitte, oder sag, wir waren per Du, sag ihr bitte, dass ich jetzt noch 10 Minuten dastehe und dann mit den Informationen, die in dem Gespräch zustande gekommen sind, und dann wird man sehen. Dann habe ich mir einen Timer gestellt, habe vor der Tür am Auto gewartet und die ganze Zeit gehofft, dass da jemand um die Ecke kommt. Es ist bis da, wo der Timer geklingelt hat, ist niemand um die Ecke gekommen, und dann habe ich versprochen, gehe ich weg. Also natürlich wäre ich danach auch nicht mehr geblieben, aber das war jetzt eindeutig gewesen. Das ist so ein Fehler, aus dem man lernt. Das war ein großer Fehler, den ich begangen habe. Jetzt nicht fremdgehen oder so eine Scheiße, sowas müsst ihr nicht denken. Einfach meine Impulsivität, mein Verhalten. Das war einfach vielleicht auch lebenswichtig, keine Ahnung. Ja, es ist vielleicht auch dämlich, so online zu kommen, aber ich habe ja jetzt sonst niemanden. Ich bin jetzt knapp 700 Kilometer von zu Hause entfernt. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht nach Hause fahren, weil ich anderthalb Stunden geschlafen habe und ich heute schon über 10 Stunden Auto gefahren bin. Könnt ihr euch vorstellen, wie doll das wehtut, wenn man die ganze Zeit auf diese Ecke guckt, wo eine Person rumkommen kann, und es kommt einfach keiner mehr? Und du weißt einfach, du hast endgültig verkackt. Vielleicht ist es so Kinderrumheulerei. Naja, ist es ja an sich auch. Ich bin jetzt ein bisschen weiter weggefahren. Ich stehe jetzt hier auf so einem Parkplatz und so einer Verkehrsstraße. Also ich stehe jetzt nicht vor der Tür, um Gottes Willen. Ja, das passiert, wenn man Dinge zu selbstverständlich nimmt. Also dann schweift man mal ein bisschen aus, und ich bin generell so ein Huren, so ein impulsiver Mensch, Alter. Das geht mir so auf den Sack, weißt du, so dieses, wenn ich so plötzlich ausraste. Ihr habt das ja bestimmt, wenn ihr meine Livestreams schon mal verfolgt oder sowas, dann seht ihr das, wenn ich so manchmal so plötzlich ausraste. Wenn ich irgendwo was höre, das mich, MV Breaker, Dankeschön, wie zum Beispiel, wenn die App rumleckt, dann fange ich auf einmal so, und das ist ja nicht gekünstelt, sondern das ist meine Impulsivität. Ich habe so Impulskontrollstörungen. Ich raste einfach extrem schnell aus. Also jetzt nicht mit Schlagen oder sowas. Ich habe niemanden geschlagen, das auch nicht. Aber einfach die Art und Weise, wie man redet. Diese Impulsivität. Und dann sagt man große Scheiße in Situationen, die man eigentlich gar nicht sagen will. Ich habe von Sido den S63 für 2 Tage gehabt mit 610 PS. Und das Auto hat mich natürlich dazu motiviert, länger wach zu bleiben.
Ach, das legt sich mit 35 Jahren. Ja, aber ich bin 23 Jahre. Ich bin jetzt Nähe Stuttgart gerade. Also 5 Minuten von Stuttgart entfernt. Aber ich fahre da nicht rein, weil ich mag Stuttgart nicht. Stuttgart ist mir zu nobel. Wisst ihr, was ich meine? Du kommst da rein und fühlst dich einfach unwohl, weil jedes zweite Auto teuer ist. Weißt du, du investierst so voll Geld in dein schon cooles Auto, machst dir schön irgendwelche Sachen auf und dann kommen da irgendwelche Supersportwagen für 400.000, die alle Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und du denkst dir so, Alter, fuck, was mache ich hier? Nee, aber auch generell, Stuttgart ist mir zu high society, zu reich. Also wisst ihr generell, dieses Flair ist irgendwie komisch von Stuttgart. Da fühle ich mich in Berlin wohler irgendwie. Ich kann den Livestream nie wieder ausmachen. Ich weiß ganz genau, das wird mich umbringen. Und diese stille Fahrt nach Hause, das wird auch schlimm. Wieso kann ich mit sowas nicht umgehen? Wieso kann ich mit diesem Kummer, mit diesem Kummer bin ich noch nie gut umgegangen? Ich weiß, ich bin sonst bin ich ja so ein übelst fröhlicher Mensch. Ja gut, ich keif manchmal rum, so ja, das passiert halt, aber ich bin sonst ein extrem fröhlicher, immer lachender Mensch. So, das merkt man ja auch, dass das so ist. Das ist ja nicht gespielt oder sowas. Aber so eine Situation, die nehme ich dann immer komplett auseinander und ich werde ein ganz anderer Mensch und ich bin gar nicht wiederzuerkennen. Und dann denkt man, ich bin so ein permanenter Trauerkloß. Obwohl ich das momentan eh bin. Ich heule ja eh über jede Scheiße rum. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Aber ich nehme mich da ja nicht zurück. So, wenn irgendwas ist, dann mache ich das, sage ich es halt. Ich fühle mich eklig, es ist alles. Und wenn du 9 Stunden im Auto sitzt als dicker Mensch, dann. Ich fühle mich einfach eklig. Es macht mir Spaß. Ich habe jetzt auch nicht dieses. Ich habe tatsächlich momentan wahrscheinlich auch, weil dieses Gefühlsmäßige gerade mein Adrenalin noch hoch pusht. So, weil ich gerade. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mein Herz gerade gepocht hat. Ich habe so im Auto gewartet und habe an diese Ecke geguckt. Und ich habe wirklich irgendwie noch Hoffnung gehabt, dass man da irgendwas retten kann und dass da diese Person einfach rumkommt. Ich habe es einfach versaut. Ich habe es einfach zu sehr provoziert. Und das ist die Lebenserfahrung, die man sammelt. So, jetzt beim nächsten Mal weiß ich, dass ich. Ja, aber Impulsivität kann ich nicht steuern. Das ist einfach so. Dann laber ich wieder so eine Scheiße aus dem Affekt heraus, weil ich irgendwie böse bin in dem Moment. Ich springe jetzt bloß nicht mehr hinterher. Ich habe das davor gesagt. Ich habe das eine Woche durchgehalten und irgendwann dann am Abend, right, Nider, Dankeschön. Und dann irgendwann am Abend kommt es dann aber, wisst ihr? Man hält den ganzen Tag durch vor den Freunden und so, tut man auf cool. Ja, Digga, ist doch gar kein Problem. Ja, juckt mich überhaupt nicht. Weißt du, bist du alleine, es wird dunkel, auf einmal bist du nachdenklich so, fuck, Alter, fuck, was ist jetzt? Was auch so unglaublich wehtut, ist dieses. Sie ist Freigefühl. Das kommt noch dazu. Nicht nur, dass ich sie höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich nie wieder in mein Leben haben werde. Eine Person, die mir sehr wichtig ist, mit der ich schon ja, relativ viel Kontakt hatte. Sondern sie ist auch einfach frei. Wisst ihr, was ich meine? Ich meine, ja, so ist das nun mal. Aber das tut mir weh. Dieses Gefühl tut mir so weh. Und ich bin so ein verfickt normal, übelst eifersüchtiger Mensch. Wisst ihr, was ich meine? Ich bin so ein. Keine Ahnung, das hängt einfach damit zusammen, dass ich wahrscheinlich meine gesamte Jugendzeit vom PC verbracht habe. Und deswegen konnte ich irgendwie diese Gefühle nicht gut entwickeln. Und ich bin so ein übelst eifersüchtiger Drecksmensch. Wegen jeder Scheiße. Junge, einfach dieses Gefühl nie wieder. Du musst dir das vorstellen. Ein fremder Mensch tritt in dein Leben, der vorher, mit dem du keine Bindung oder sowas hast. Oh, Junge. Diese Person wird eine K7ZO, Dankeschön. Das jetzt für mich zu realisieren nach einer Zeit, dass das vorbei ist. Also, dass ich diese Person nie wieder in den Arm nehmen werde. Da muss ich mich zusammenreißen. Nie wieder in den Arm nehmen werde, kuscheln werde oder was auch immer halt dazugehört, wenn man halt so einen näheren Kontakt hat, das tut weh, weil das einfach ein Mensch ist, in dem man ja so viele Emotionen investiert hat, mit dem man so viel Lebenszeit investiert hat, mit der man natürlich auch eine Vertrauensbasis hat, mit der man viel gesprochen hat, und dann ist die Person einfach weg, so, die zählt nicht mehr, schnipp, und dieser Teil deines Lebens ist einfach weg. Was ist geschehen? Naja, ich habe mich ja vor einer Woche mit einer sehr nahestehenden Person zerstritten und das ist auch der Grund, warum ich gerade sehr inaktiv bin, weil mich sowas immer emotional sehr mitnimmt und ich eigentlich zu nichts mehr zu gebrauchen bin.
mach den Motor aus. Hä, der ist aus. Ich will das nicht, Mann. YouTube ist so ein Geschenk. Das hat nichts mit Können zu tun. Entweder kriegst du das geschenkt hier oder nicht. Und das wurde mir geschenkt, YouTube, diese Aufmerksamkeit. Mir gucken 1600 Leute dabei zu, wie ich so gefühlsmäßig rumheule. So, das ist ein Geschenk, dass immer Leute für einen da sind, so gesehen. Und ich heule einfach rum und bin eine Woche offline, Mann. Ich will nicht zu Inscope. Ich habe mit den Leuten nichts zu tun. Inscope führt auch ein ganz anderes Leben. Ich glaube, ich würde mit denen gar nicht sympathisieren. Ja, so, hallo, so. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch so macht. Ja, das bestimmt, aber das ist doch kein Mensch, mit dem ich chillen könnte, weil die führen noch ein völlig anderes Leben. Grüße aus Hamburg, Kopf hoch, du schaffst das. Dankeschön. Ja, ich war, das weiß ich ja. Weißt du, das kamen auch so einige Leute. Ja, das geht vorbei. Ja, ich weiß, dass es vorbei geht, aber ich habe Angst vor dieser Zeit dazwischen. Ich weiß, irgendwann ist dieser Punkt, wo du die Situation belächelst und dir so denkst, hey, als ob ich deswegen rumgeheult habe, so mäßig, weißt du? Aber jetzt, ich weiß nicht, wie lange sich das hinzieht. Das zieht sich wieder Wochen hin. Ich will das nicht. Wieso gibt es nicht so ein ultimatives Rezept dafür? Schnipp und juckt mich nicht mehr, aber es klappt nicht. Ich wurde so weggekauft gerade. Das ist der Schwanz und das bin ich. Es passt gar nicht, aber es ist doch irgendwie machbar gemacht. Und so fühlt sich das an. So ist es eigentlich, aber so ist es gerade. Es ist niemand gekommen. Ich habe umsonst 10 Minuten da gestanden und dann geh. Ach Mann, Junge. Ach. Ich bin ja auch froh darüber, aber umso trauriger macht es. Das ist ja auch nicht gerade förderlich, wenn man jetzt an gute Situationen denkt, um damit abzuschließen. Das funktioniert so nicht. Eigentlich muss man an die schlechten denken. Aber wenn positive überwiegen, dann, also meiner Meinung nach, dann ist das halt schwer. Ich spiele gerade wirklich mit dem Gedanken, wieder nach Hause zu fahren. Aber ich kann nicht anderthalb Stunden schlafen, aber 16 Stunden Auto fahren. Ich habe mir Sachen für 3, 4, 5 Tage eingepackt, weil ich dachte, ich kann hier irgendwie was erleben. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass hier vielleicht was passiert, dass ich jetzt Kumpels, hier gibt's ja einige in der Umgebung, aber mir ist einfach der Mut dazu verloren gegangen. Weißt du, weil irgendwie basiert alles darauf, dass mit einer Person was, dass alles gut funktioniert. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist mir die ganze Tag scheiße. Jetzt geht's, jetzt rede ich zu euch, weißt du? Wisst ihr, das lenkt mich ein bisschen ab. Penn die Nacht dort. Ja, ey, ich hab mir wirklich 2 Decken. Ey, Real Talk. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich hab mir wirklich 2 so große Decken, so Decken bestellt, die ich mir dann als Unterlage, oh Gott, stauben die Scheißteile. Die ich mir dann als Unterlage nehmen kann. Ich werde eh wieder auf dem Rücksitz schlafen, wenn ich hier... Oh Junge, ist das so staubig. Lass dich nicht hängen. Ja, das ist einfacher gesagt als getan. Leider bin ich tatsächlich, auch wenn man es mir nicht glauben mag, ein sehr emotionaler Mensch. Also wirklich. Also auf jeden Fall so in dieser Frauenrichtung. Ach Leute. Ich weiß, das Meckern auf hohem Niveau. Mir geht's gut. Willi von KTV. Dankeschön für den Sub. Vielen Dank. Mir geht's gut. Ich kann mein Auto fahren, ich kann es tanken, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich es nicht mehr tanken kann. Also momentan. Ich kann einfach rumfahren, aber sowas nimmt einen halt mit. So, man passt halt, man passt seine Probleme halt an seine Lebensbedingungen an, wisst ihr? So, deswegen verstehen viele von euch sowas auch nicht. Dankeschön für den 15. Monat, obwohl sowas wie Liebeskummer, das ist ja völlig egal. Da kannst du auch Bill Gates sein, der hatte wahrscheinlich auch schon mal Liebeskummer gehabt.